Na, sind wir schon vernetzt? Ja, so ein kleines bisschen vielleicht, ne? Vielleicht bist du ja in meiner Telegram-Gruppe drin, da kann man ja schon ein bisschen kommunizieren. Oder auch Telegram-Kanal, wo du dann guckst. Oder auch bei den Kommentaren. Das ist ja alles ein gewisses Maß an Vernetzung. Und so ein bisschen Kooperation wäre ja auch cool, ne? Und wie sieht das aus mit einer Struktur? Hört sich schon wieder männlich an, ne? Ja, ja. Strukturiert ist Männlichkeit. Und es ist gut. Denn die Arcturianer, die sorgen auch für eine sehr große Struktur sogar. Und welche ist das? Ach, ich glaube, da weiß ich jetzt jemanden, der uns da die Antwort für geben kann. Komm. Wir begrüßen ganz recht herzlich unseren lieben Rainer Elias. Rainer Elias, schön, dass du wieder da bist und dass wir heute mal über die Strukturen reden können, für die die Arcturianer stehen, was die Arcturianer leben und wie sie es leben und somit wiederum in die Kooperation kommen und vor allen Dingen in das Vernetzen. Kein ganz einfaches Thema. Danke, dass ich da sein darf, mein lieber Andreas. Sehr gerne. Wir beginnen oder lasst uns beginnen, dieses Thema der Strukturen und der Netzwerke zunächst aus der Sichtweise der Arcturianer zu betrachten. Die Arcturianer sind Teil der Allianz des Friedens und des Lichts. Es ist ein Zusammenschluss von Sternenvölkern. Und diese Sternenvölker haben sich zusammengeschlossen, um uns Erdlingen zu helfen. Punkt. Und innerhalb dieser Allianz übernimmt jedes Sternenvolk die Aufgaben, die der jeweiligen Meisterschaft entsprechen. Wir Menschen würden sagen, was halt jemand besonders gut kann, das macht er halt. Und so stehen die Plejadier für alle Dinge, die mit der Liebe zum Beispiel zusammenhängen. Die Sirianer stehen für einen sehr starken Pragmatismus, aber auch für die Heilung. Und die Arcturianer stehen für die Struktur und für die Vernetzung. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, denn wir Menschen haben ja mit Struktur und mit Vernetzung so unsere Assoziationen, darf man sich die Welt aus der Sichtweise der Sternenvölker versuchen vorzustellen. Und das ist genau das Abstrakte und das nicht so ganz Einfache. Wenn du dir vorstellst, dass die Sternenvölker da draußen einen ganz anderen Grad der Bewusstheit haben als wir Menschen und damit eigentlich einen ganz genauen Plan haben, wo die Reise hingeht, weil die haben diese Entwicklung ja schon hinter sich. Die wissen also, wie sich so ein Planet entwickelt, die wissen, wie ein Planet reagiert, wenn er in die nächste Schwingungsebene geht, die wissen, was da so bei passieren kann. Und dann schließen die sich zusammen und machen einen Plan. Wer macht jetzt eigentlich was, damit das bei uns alles in trockenen Tüchern und sanft abläuft? Die Arcturianer übernehmen hier zusammen mit einem Wesen namens Adonai Ashtar-Sheran, ein ganz wunderbares Wesen, was die Führung hier im Sonnensystem hat, eine Rolle, indem sie Kommunikationswege schaffen, indem sie Allianzen schaffen, in denen sie Strukturen schaffen, wer mit wem, wie, auf welche Art und Weise, welche Aufgaben übernimmt, damit alles abgedeckt ist. Und mit diesem alles abgedeckt, das ist ein Begriff, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen und wir alle kennen das, vielleicht eine To-Do-Liste, also ein, vielleicht fährst du bald in den Urlaub und machst dir eine Liste, was du alles mitnehmen möchtest. Das ist eine Struktur, die du dir da gibst, damit du an alles denkst und damit du nichts vergisst. Und diese Struktur ist dafür da, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sie steht in einem Kontext, immer und grundsätzlich. Und wenn du jetzt auf deinem Strukturzettel, auf deiner To-Do-Liste noch hast, dass du deiner Nachbarin Bescheid sagst, dass sie die Blumen gießt und deiner anderen Nachbarin Bescheid sagt, dass sie die Katzen füttert, dann sind wir im Bereich des Netzwerkens, nämlich in dem Bereich, wo du vorhandene Kontakte zusammenschaltest, um ein Ziel zu erreichen. Nämlich, du kannst entspannt in den Urlaub fahren. Das Ziel ist definiert. Wir bewegen uns in unserer Erde mit allem, was darauf ist,
in die nächsthöhere Dimension. Und das ist nicht die vierte Dimension, sondern die fünfte Dimension. Ich gebe dir jetzt diese Vorlage, mein Lieber. Wir haben vorhin über das Thema schon gesprochen. Wir gehen in die fünfte Dimension. Und dies ist ein Prozess, der außerordentlich komplex ist. Er ist viel schwieriger zu bewerkstelligen, als in den Urlaub zu fahren und einen Koffer zu packen, sondern dabei sind unglaublich viele Dinge zu bedenken und es darf dabei nicht schief gehen. Also, weißt du, wenn du jetzt in den Urlaub fährst und du vergisst dir die Badehose einzupacken, dann gehst halt in den Laden und kaufst dir die Badehose. Das ist etwas, woran, was man relativ leicht wieder ausmerzen kann. Wenn jetzt aber bei dem Aufstieg vergessen wird, ein bestimmtes Gitternetz, also ein bestimmtes Energienetz um die Erde, was wegfällt, zu ersetzen, das darf nicht passieren. Und damit braucht man für solche Aufgaben Wesen, die in diesem Bereich die Meisterschaft haben. Und das sind die Arcturianer. Die schaffen die Verbindungen, die bilden diese Netzwerke. Die sind auch diejenigen, die, wenn es spezielle Aufgaben gibt, Kontakt aufnehmen mit anderen und sagen, wir hätten hier und könntet ihr nicht. Das ist jetzt der Blick im Großen und ich möchte dir auch den Blick im Kleinen geben. Denn natürlicherweise stellst du dir die Frage, ja, wo nutzt mir jetzt diese Struktur? Also wo nutzt mir jetzt dieses Netzwerken oder wie kann ich das für mich selber nutzen? Und hier haben wir die gleiche Aufgabenstellung wie für Mutter Erde, haben wir ja für dich auch. Du bist hier, weil du diesen Übergang erleben wolltest und ihn mitgestalten möchtest. Und du bist jetzt gerade mittendrin. Und es geht für uns Menschen, die wir dies verstanden haben und erkannt haben, ja darum, diesen Weg im Sinne des Kontextes der Entwicklung möglichst effektiv zu gestalten. Jetzt flechte ich natürlich gerne ein, haben wir im Vorfeld ja auch gehabt. Natürlicherweise muss es nicht so effektiv sein, dass du dir keinen Abstecher links und rechts erlaubst, weil wenn du selber entscheidest, dass du sagst, so wie ich jetzt bin, ist perfekt und ich möchte mich gar nicht entwickeln, das ist dein Recht. Wir haben hier den freien Willen, wir haben die Freiheit und wir dürfen das so. Wenn du aber entscheidest, dass du möglichst effektiv in eine Entwicklung hinein möchtest und möglichst effektiv diese Entwicklung vorantreiben möchtest, dann brauchst du Struktur und du brauchst im übertragenen Sinne auch das Netzwerk, denn du brauchst auf der einen Seite die Struktur, die überhaupt mal guckt, was brauchst du alles auf dem Weg? Jeder Mensch ist vollständig individuell. Der eine braucht eine To-Do-Liste und der andere braucht vielleicht andere Dinge, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und gleichzeitig brauchst du vielleicht jemanden, der auf dich drauf schaut und sagt, okay, die Energie könnte von dem Wesen kommen, die Energie kann von dem Wesen kommen, die Lerneinheit kann von dem kommen, die es zusammenschaltet und dir nacheinander übermittelt. Was hier also die Botschaft sein kann, ist, dass wenn du dich den Arcturianern öffnest, dich von den Arcturianern führen lässt, von den Arcturianern lernst, in einen strukturierten Weg der Entwicklung hineinzugehen, dass du dies in einem Wissen tust, dass die Arcturianer die Wesen sind, die genau darin die Meisterschaft haben und dies auch wirklich ganz besonders gut können und damit so ein Weg sehr effektiv ist und sehr weitreichend ist, also alles abdeckt, was in einem Menschensein so passieren könnte. Und ich möchte einige Beispiele dafür anführen, die es dir erlauben, diese in den Raum gestellte Aussage einfach mal nachzuvollziehen. Das erste ist es, wir haben in den Schritten des Lichts mit Schritt 4 ein arcturianisches Clearing. Ein arcturianisches Clearing, da haben die Arcturianer mal gesagt, bedeutet, der Mensch erlaubt uns Arcturianern in deine Strukturen einzugreifen, vorhandene wegzunehmen und neue Strukturen zu schaffen. Das bedeutet im Einzelfall nichts anderes, als dass das, was dir nicht mehr dient, aber du vielleicht noch nicht loslassen kannst, einfach mal rausgenommen wird.
und sich Türen öffnen, die es dir erlaubt, dein Leben leichter zu gestalten. Also ich habe es ganz häufig erlebt, dass dann eine neue Arbeit kommt, neue Aufträge kommen bei Menschen, die selbstständig sind und durchaus auch mal, dass eine Freundschaft wegfällt, die nicht gut ist für dich und eine andere Freundschaft kommt, die dann gut ist für dich. Das heißt, hier werden Strukturen verändert. Und das zweite Beispiel, was ich anführen möchte, ist etwas, was ich als Botschafter immer wieder erlebe. Es ist jetzt viele Jahre her, dass ich den ersten Schritt der aktuellen Schule channeln durfte. Schritt Nummer 1, die Reise zu einem Lichtschiff. Ich habe unlängst den Schritt Nummer 85 gechannelt. Und in diesem Schritt Nummer 85 sind die Menschen an der Universität der Elo, das ist eine Volksgruppe der Arcturianer, und lernen dort die Alchemie des Lichts. Also wie rufe ich mir Energien, wie verbinde ich die miteinander, wie schaffe ich ein energetisches Gefäß, um es von A nach B zu übertragen und zu transformieren. Das heißt, das, was Engelswesen machen, wenn wir sie anrufen und sagen, bitte übertrage uns eine bestimmte Energie, das lernen jetzt die Menschen an der Akademie des Lichts. Wenn ich mir die einzelnen Bestandteile ansehe, auf denen dieses Lernen aufbaut, dann ist es für mich so, als wenn die Arcturianer bereits in dem Moment, wo sie mit mir Kontakt aufgenommen haben, wussten, welches Haus hier entsteht. Und ganz klar die Struktur festgelegt hatten, und auch die Möglichkeiten, die Sternenvölker, wie sie sich wann einbringen, an welcher Stelle was geschieht und welcher Nutzen für den Menschen entsteht. Und alles immer mit dem Ziel, eine möglichst hohe Entwicklung zu gewährleisten, aber auch für jede Situation eines Menschen die passende Struktur zu haben oder die passende Netzwerkantwort zu haben, was es gerade in diesem Augenblick braucht, damit du den nächsten Schritt tun kannst. Da sind die Arcturianer die Meisterschaft. Die haben da die Meisterschaft. Projektmanagement vom Feinsten. Projektmanagement vom Feinsten. Wir könnten jetzt kurz über die vierte Dimension sprechen, wollen wir? Wenn der Raum jetzt da ist, sehr gerne. Denn wir hatten ja eben die Überlegung, dritte Dimension, das sind wir jetzt hier, können wir anfassen. Was genau ist die vierte Dimension? Wie ist sie definiert? Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das die Zwischenwelt ist. Ja, es ist so, wir sind im Moment in meinem Verständnis in 3D. Genau. Ich mache das jetzt mal nach, das ist das, was wir hier anfassen können. Und wir gehen in 5D. Und daraus stellt sich natürlich die Frage, was ist mit 4D? Also warum gehen wir jetzt nicht in 4D hinein? Und diese Frage ist relativ einfach zu beantworten und ich kann dies aus meiner Sichtweise auch mit Beispielen unterlegen. Die vierte Dimension wurde mir immer definiert als eine Art Zwischenreich. Zwischenreich bedeutet, dort sind Energien, die nicht mehr ganz 3D sind, aber auch noch nicht 5D sind. Und eine der markantesten Ebenen, die dort eingeht, ist die Ebene, es ist Totenreich. Also jemand, der seinen Körper verlassen hat, die Seele, ging zunächst, ich setze das ging jetzt bitte mal in Anführungszeichen, ich möchte es noch genauer erläutern, ging in dieses Zwischenreich ein und dann begann dort eine Zeit, in der sich die Seele sein vorhandenes Leben nochmal ansehen konnte, noch sehr nah bei den Verstorbenen, bei den Hinterbliebenen war, sich auch durchaus noch bemerkbar machen konnte und dann irgendwann hinüberging ins Licht und diese Kontemplationsphase abschloss. Es konnte dann geschehen, dass eine Seele gar nicht auf die Idee kommt, dass es das Licht gibt, dass sie heimgeht. Und dann blieben die in diesem Zwischenreich. Ich kann mich noch daran erinnern, das war ganz zu Beginn auf meinem Pfad, da hatte ich einen lieben Menschen, der mir zugeführt wurde, der mir Fragen beantwortete und der führte mich auf einen Friedhof. Und dieser Friedhof war voll mit Wesen, die dort verweilten, weil sie wussten nicht, wohin. Und dann haben wir Lichtsäulen aufgestellt und haben Jesus gerufen und haben darum gebeten, dass ein Licht ausgesendet wurde. Geht ins Licht. Wenn ihr ins Licht geht, geht ihr heim. Und wir konnten, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wir konnten zusehen, wie ein Teil dieser Lichter, die nicht wussten, wohin,
ins Licht gingen und dann verschwanden. Es war eine der großartigsten Erfahrungen, die ich damals habe machen dürfen. Und dieses Zwischenreich, diese vierte Dimension, ist ein Reich, das sich in meinem Verständnis in dieser Zeit jetzt schließt. Schließt bedeutet, wenn ich vor 5 Jahren einen Verstorbenen gechannelt habe, dann konnte ich den in diesem Zwischenreich fast immer noch erreichen. Und die Antworten entsprachen dem menschlichen Sein. Also das heißt, der war noch nicht auf Seelenebene oder die angekommen, sondern da war die Persönlichkeit noch, die geantwortet hat. In der aktuellen Zeit ist diese Phase, in der ich ein verstorbenes Wesen noch erreichen kann, sehr, sehr viel kürzer, bis hin zu einem Punkt, wo sie entfällt. Das heißt, die gehen gleich ins Licht. Ich habe das auch nachgefragt und bekam hier tatsächlich von Jesus die Antwort, dass die meisten, die jetzt ihren Körper verlassen, innerhalb von einer Zeitspanne von 21 Tagen durch 4D durchgehen und gehen. Und ein großer Teil bereits direkt durchgeht und geht. Und das ist etwas, was mich dann auch sehr berührt hat, weil damit hatte ich dann verstanden, dass wenn wir in 5D eintreten, es wird ja als die Überwindung der Dualität bezeichnet, oder das ist ja das, was wir da erwarten. In dem Moment, wo wir in 5D ankommen, hat 4D, das, was davon dann noch übrig ist, null Macht mehr über uns. Es verschwindet schlicht und ergreifend. Das heißt, dieses ganze Reich der Toten, der Beschwörungen, der Flüche, dieses ganze Murksgesocks da, das fällt alles weg und damit entfällt alles an Anziehung in Richtung 3D, was uns bindet. Und das ist der Quantensprung, den die lichte geistige Welt meint. Und genau da geht die Reise hin. Das ist 4D, ein sich schließendes Konstrukt. Und alle, du, ich, du, arbeiten daran, dass sich dieses Konstrukt möglichst bald schließt und gleichsam in der Vernetzung und mit ganz, ganz viel Struktur dafür gesorgt wird, dass wir diesen Pfad des Lichts und der Entwicklung möglichst fein und möglichst gut und möglichst bald hinter uns gebracht haben. Und dazu dürfen wir vertrauen. Das ist einer der wesentlichen Aspekte. Wir haben in der Akademie des Lichts gerade etwas ganz Wunderbares gelernt und dies darf, ich greife dir jetzt vor, das Bonbönchen sein. Ich habe es empfangen. Ich habe das empfangen. Wenn du, und das ist übrigens auch wieder etwas, was die Arcturianer uns Menschen geben, weil die dies ganz genau wissen als Meister der Struktur und der... Wir Menschen fordern uns Energien an oder senden eine Energie aus. Wir haben ein Beispiel bekommen im letzten Lichtfest. Und dieses Beispiel im letzten Lichtfest war, stell dir einen Menschen vor, der ganz traurig ist, der an sich zweifelt, der sich selber nicht vertraut, vielleicht noch einsam ist und aus unserer entwickelten Sicht sehr damit beschäftigt ist, dieses Alleinsein zu leben. Wenn du jetzt diesem Menschen eine Riesenportion Vertrauen schickst, dann kann es sein, dass dieser Mensch anfängt, in den Widerstand zu gehen und Energien aufwendet, um dort zu bleiben, wo er ist, damit er dieses Konstrukt des Getrenntseins und dieses, nee, ich will mich lieber nicht verändern, dass er das aufrechterhalten kann. Die Arcturianer lehren uns in den Schritten des Lichts, unter anderem und auch im Koran, dass es Energien braucht, damit andere Energien sich halten können. Das heißt, bevor ein Vertrauen sich anbinden kann in einem Menschen, braucht es andere Energien. Und wenn diese anderen Energien da sind, dann hat das so eine Art Katalysatorfunktion. Das heißt, wenn die da sind, kann sich ein Vertrauen andocken. Aber erst ganz klein und langsam wachsen. Das ist der Trick dabei. Genauso, und nicht mit diesem genauso ist das. So. Und
Wir setzen jetzt auf das Sahnehäubchen, das Minzblättchen und die Schokokirsche obendrauf. Da haben wir ja immer ganz, ganz viel Spaß dran. Und ich bitte dich jetzt, liebe Freundin, lieber Freund, der du uns gerade zuschaust, in diesem Augenblick mal deine Augen zu schließen. Denn ich möchte mit dir das, was ich dir eben gesagt habe, kurz nachvollziehen und dir die Möglichkeit geben, dort hineinzufühlen. Und ich bitte dich in diesem Augenblick, schließe deine Augen und lenke mit dem Schließen deiner Augen deine Blicke nach innen. Lasse Raum und Weite entstehen in dir, indem du dich selbst annimmst, indem du dich selbst in die Arme nimmst, denn du bist großartig, so wie du jetzt in diesem Augenblick bist. Und aus diesem Moment der Stille heraus, aus diesem Moment des sich selbst Liebens und Anerkennens, beginnst du all deine Aufmerksamkeit in deine Mitte zu lenken. Du lenkst auch deinen Atem dorthin und verweilst damit in einer kleinen inneren Versammlung. Und ich bitte dich in diesem Augenblick um dein Einverständnis, dass du nonverbal aussendest, dass du erlaubst, dass jetzt in diesem Augenblick Arcturianer zu dir kommen dürfen und diese nacheinander drei Energien zu dir bringen dürfen. Und so darf es beginnen. Öffne deine innere Wahrnehmung und öffne all deine Energien wie eine Blüte im Sonnenlicht. In diesen Augenblicken kommen Arcturianer zu dir, zwei oder drei, und diese tragen bestimmte Energien mit sich, die sie über dir ausschütten. Die erste Energie, die über dir ausgeschüttet wird, ist die Freude. Es ist eine göttliche Freude, die mit ganz viel Humor versehen ist. Genieße diese kleine Übertragung. Nun folgt die nächste Energie. Es ist die Zuversicht. Und auch diese wird jetzt ausgeschüttet über dir. Sie mischt sich mit der Freude und verteilt sich in deinem gesamten System. Sieh zu, wie es geschieht und genieße. Auch die Übertragung der Zuversicht.
Und so bist du nun in diesem Augenblick freudig, zuversichtlich in dir ruhend. Nun folgt das Vertrauen. Und mit Vertrauen ist hier nicht nur das Vertrauen, das du in etwas anderes legst, gemeint, sondern ganz besonders das Vertrauen in dich selbst, in deine eigenen Fähigkeiten, in deine eigene Kraft, in deinen Mut, in deine Liebe. Und so wird nun auf den Boden der Freude und der Zuversicht das Vertrauen ausgeschüttet. Genieße dies und fühle, was geschieht. Und so wird in diesen Augenblicken die Übertragung beendet und die Wesen des arcturianischen Heilungsteams ziehen sich wieder zurück. Hat dir dies gefallen? Du kannst dies jederzeit für dich selbst wiederholen, indem du in einer leichten inneren Versammlung dir die Wesen des arcturianischen Heilungsteams anrufst und sie bittest. Du tust dies telepathisch über deine Gedanken. Sie hören jedes deiner Worte und werden entsprechend deiner Absicht handeln. Sei dir dabei sicher, dass sie, wann immer sie für dich wirken, mit ihrer Struktur, mit ihrem Wissen um Netzwerke, aber auch mit ihrer Liebe für die Menschen zu dir kommen und bei dir sein werden. Ich erlebe dies ein ums andere Mal bei jedem Schritt, den ich channeln darf, mit wie viel Liebe die Arcturianer für uns da sind. Genieße dies und nutze dies für dich, zu deinem allerhöchsten Wohl. Da möchte man nicht wieder raus, ich weiß das. Ah, Dankeschön. Und danke auch an die Arcturianer. Das war jetzt wirklich sehr tief und ich hatte einige Schauer. Es ist das Besondere an dieser Kombination und ich gebe jetzt tatsächlich etwas weiter, was sehr neu ist, auch für mich. Es stammt, wie gesagt, aus dem arcturianischen Lichtfest aus diesem Jahr, beziehungsweise aus den aktuellen Pionierschritten. Nämlich, dass wenn du bestimmte Energien voraussendest und dann eine andere Energie nachfolgen lässt, dass diese nachfolgende Energie, die das ursprüngliche Ziel ist, sich ganz anders anbinden kann und du sie viel tiefer empfinden kannst. Nennt sich Alchemie des Lichts, ist Bestandteil der Schritte des Lichts, aber zeigt auch sehr, sehr deutlich, ich habe da immer so ein Boah, wenn ich solche Dinge lernen darf, wenn ich solche Dinge erfahren darf, und wenn ich sie weitergeben darf. Und dann bin ich sehr, sehr dankbar und habe durchaus immer ein kleines Tränchen im Auge. Ja, so ist das. Wenn wir berührt sind, geht mir genauso. Mhm. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, dir auch. Dankeschön, dass du wieder dabei warst, dass du mitgemacht hast. Und wir hoffen, dass du jetzt auch das spüren konntest. Und mach es nochmal, wie Rainer Elias gerade gesagt hat. Und wenn du eine Anleitung brauchst, dann schau dir das Video einfach nochmal an. Und wenn es ab dem Punkt ist, wo das gerade beginnt, das i-Tüpfelchen war es ja, wo Rainer Elias das gemacht hat. Ja, danke dir auch für deine liebe Spende, vielleicht sogar für deine Mitgliedschaft, ganz wie es für dich stimmig ist. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, denn es hilft, dass ich diese Videos weitermachen kann.
Und in dem Sinne senden der Rainer Elias und ich dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.